weil wir hier noch nicht fertig sind. Ach, das war das hier. Aber erstmal hier. Cool, jetzt können wir in diesem Giftwasser hier rein. Gut, dass ich nicht allzu lange reingegangen bin. Scheiße! Ich mag diese Krebse gar nicht, aber das Level hat ein cooles Design. Schön viel mit Gift und alles. Aber wir schauen uns erstmal hier noch richtig um. Wir sind ja hier noch nicht durch. Aber zur Info, es kommt noch eine Welt, wird aber die letzte sein. Ich glaube auch sogar die schwerste. Kann man überhaupt hören? Nee. Kann man ja nicht mal. Was ist denn das für ein Schiff? Und das schon an so ein paar Orte. Wir gehen aber mal da rein. Sieht mir ganz verdächtig aus hier. Früher bin ich hier öfter getaucht. Aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Also gut, drück Sprung, um schneller zu werden. Und wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff darauf feuern. Was kann ich denn mit einem U-Boot machen? Bestimmt Gegner kaputt machen. Ja. Erstmal für meine Edelsteine. Sehe ich denn das an? Okay, Nummer 2 kaputt. Nummer 3. Nummer 4 ist Nummer 5. Komm schon, du Kack-U-Boot, ich krieg dich. Komm, ich pass dich ab. Wo ist denn das Scheißding? Ah, hier. Hier rum. Sehr schön. Beim Club Bautermann. Du bist ein guter U-Boot-Fahrer. Nimm doch dieses Ei als Belohnung. Ja, ich nehm's doch gerne.
Ich will erstmal hier alles sammeln, was es hier gibt. Sammeln und sammeln. Mehr ist ja nicht für mich drin. War ich hier schon? Schauen wir nochmal um vor dem Bucket. Ich glaube, den unteren Bereich haben wir jetzt abgesucht. Hier dürfte nichts mehr sein. Schauen wir mal den oberen Bereich mal. So, haben wir jetzt alles hier oben drum? Da waren noch so ein paar Tunneleingänge. Mehr die hier. Da war noch ein Tunneleingang. Der war nicht hier unten, der war... hier so. Ne, das habe ich auch schon. Nein! Ich hoffe, ich hab das jetzt alles. Bitte, nicht nochmal. Echt keine Lust, nochmal alles neu zu machen. Ich bitte dich ja nur. Komm zurück. Ich bitte dich ja nur. Komm zurück, Van. Das ist doch schon gemacht. Ich denke aber, dass hier nichts mehr ist. Ich bitte dich ja nur um... Komm zurück! Okay, hier gibt's noch einiges. Das haben wir jetzt schon. Bescheuerte Krebse. Ich mag euch nicht. Wir schwimmen mal hier durch die Säure. Ein Ei! Alter! Sehr schön.
einfach mal ein Ei gefunden. Ist das geil. So, gibt's da nicht noch andere Richtungen? Schauen uns da noch ein bisschen mehr um. Ach, das können wir auch noch machen. Oh. Ja, machen wir gleich. Tatsächlich noch mehr. Erstmal hier. Ja, hier ist noch mehr für uns. Schiff ist riesig. Weil hier gibt's nämlich noch ein Skate-Scheiß. Vom Jäger. Und auch hier. Weil hier ist nicht noch mehr für uns. Noch viel mehr. Auf jeden Fall, Aufnahme macht bisher heute richtig Bock. Bisschen Frust ist vielleicht dabei gewesen, aber ich finde, das hält sich in Grenzen. Heute ja. Und dann haben wir das. Weil jetzt kommt nämlich noch was ganz, ganz Nerviges. Und zwar Skate-Scheiße. Was ich absolut nicht mag. Ne, sowas. Oh, armer kleiner Drache, ist dein Freund verschwunden? Aber sei nicht traurig, du bist schon bald bei ihm. Kann ich hier gar nicht hin? Aber nicht schlimm. Muss wohl doch jemanden noch befreien, ey. Es ist behindert. Ah, naja. Nicht so weiter schlimm. Hauptsache, der Rest ist hier gemacht. Das ist das Wichtigste. Ich sage, Level verlassen.
Hallo, ich dachte, du hast Hunger. Danke. Hast du Chips dabei? Die Sache tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Ich musste mit Sparrow die Eier retten. Ach, du verstehst es nicht. Wenn wir nicht bald Drachen in diese Welt zurückholen, ist unsere Magie verloren. Hier lebten früher Drachen? Ja, das war früher ihre Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie auf die andere Seite der Welt. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Magie sind. Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Tut mir leid. Ich kann nicht. Okay. Wie darf ich jetzt die Szene verstehen? Also, Jäger ist, glaube ich, in eine Falle gelaufen, wurde von Bianca gefangen genommen und ja, die Zauberin hat halt die anderen Drachen irgendwo hingeschickt und ja, Jäger wollte sie helfen, um ja, dass sie ihre Magie zurückbekommt, aber ja, da müssen wir halt eben voranschreiten und sie halt besiegen. Bezaubernder Grat. Weil eine Welt müssen wir noch machen. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Prinz Azrael. Na, kommt es irgendwie bekannt vor aus Die Schlümpfe? Der Name? Sieht ja sehr einladend aus. Ein Pfeilenbogen. Schon irgendwo krass aus. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier ist Abgrund? Nee. Da kann ich nicht durch. Hier ist auch ein Abgrund. Schade. Also, hier hoch. Hä? Das ist einer. Alter Vater. Wow. Was für eine Magie. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Ja, ich beeile mich doch schon, um das zu verhindern. So, hier haben wir nix. Nee, nee. Noch mehr. Alter. Hä? Das liegt an der Zauberin. Eindeutig. Ja, komm, ich weiß es doch. Meine Fresse. Der ist so riesig. Bumm. Bianca ist auch so eine Süße, finde ich, in dem Spiel. Schnell, Spyro! Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz
Ja, schon klar. Weg. Au. Hätte ich keine Chance gehabt. Ne. Was soll das? Au! Was soll das denn? Da kann ich auch rauf. Der Säule kommt mir ein bisschen komisch vor. Heute ist ein Glückstag, Spyro. Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben und lassen dich weiter. Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin oder was auch immer. Die Prinzessin muss man hier retten, ja. Schon klar. Geld sagt, du scheust dich vor keine Mühe. Okay. Wie ich daran komme, absolut keine Ahnung. Au! Das ist eine... was sehe ich denn da? Benjamin! Noch 4 Eier, dann haben wir 100. Nehmen wir mal mit. Ach so, ja, okay. Dann war es genau richtig. Dafür wollte ich es benutzen. Nö, hier ist nichts mehr. Ein Eihammer. Da könnte man hoch. Ich gehe da jetzt auch mal hoch. Ah, okay. Ball zusammengefasst. Nein! So, warten wir nochmal. Dann gehen wir nochmal da hoch, genau. Was habe ich jetzt vor? Verstehe ich jetzt nicht. Nee. Wofür diese Rakete? Was hat das für einen Sinn gemacht? Ich verstehe den Sinn nicht, sorry. Sorry, aber...
regieren. Prinz Azrael und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Ja, das lassen wir nicht zu. Nein, nein, nein. Kommen wir überhaupt hier wieder raus? Ich denke nicht. Kommt, Schieblöcke. Was sind das für Fässer? So, da ist nix. Da könnte man hin. Ein Checkpoint. Boah, Alter, Alter. Bums. Nächste? Bums. Ja, läuft. Bitte. Da konnte man ja im zweiten Teil sogar auch das Klettern lernen. Ja, das war ja auch... Da muss man auch echt Edelsteine dafür geben. Armbrust, das ist doch lächerlich. Tschüss. Hi, Spyro. Ist Prinz Azrael nicht süß? Die anderen Feen und Zauberer lassen uns nicht heiraten, also werden wir durchbrennen. Übrigens, Azrael sagt, du kannst dieses Ei haben, wenn du keinem sagst, wohin wir gehen. Gut, danke. Sakura. Alter. Das geht ja gar nicht. Naja.